Zähneknirschen, trage seit über 30 Jahren eine Schiene. Alle 2 bis 3 Monate brauche ich eine neue. Das ist doch ein Wahnsinn, Leute. Wir müssen verstehen, dass eine Schiene nicht die Ursache vom Zähneknirschen behandelt. Eine häufige Ursache ist der Stress und die Psyche, wodurch sich die ganze Spannung hier abbaut und nachts das Ganze losgelassen wird durchs Knirschen. Aber wichtig ist, dass dein Körper lernt, diesen ganzen Anspannungsstress nicht hier abzulagern und durchs Knirschen abzugeben. Und das ist genau das, worauf wir spezialisiert sind, hier im Forschungs- und Entwicklungszentrum für konservative Schmerztherapie, dass wir dem Körper die richtigen Impulse geben, dass er hier und hier im Nacken, im Schädelbereich diese Spannungen nicht aufbaut. Das ist möglich. Du kannst da rauskommen aus deinem Zähneknirschen. Du musst nur wissen, wie. Und das sieht man bei dir, wenn du schon 30 Jahre lang Zähne knirschst, dass nie die Ursache behandelt wurde. Und das ist nicht deine Schuld. Wir sind ja ein Forschungszentrum und haben uns auf das Thema Bruxismus, Zähneknirschen, CMD spezialisiert, haben eine Studie durchgeführt und gesehen, dass 9 von 10 Patienten, dass ihr Zähneknirschen durch diese Methode losgeworden sind. Und das ist auch für dich möglich. Wenn du Herausforderungen hast mit dem Thema Zähneknirschen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, du gehst auf mein Profil, da gibt es eine Wiedergabeliste mit ganz, ganz vielen Übungen. Zweite Möglichkeit ist, wenn du selbstständig nicht vorankommst, dass du dich einfach bei uns meldest. Wir sind super gerne für dich da. Wir behandeln das Ganze und sorgen dafür, dass der Körper das nicht mehr hier abbaut. Manchmal ist es wichtig, den Körper von außen Impulse zu geben, damit er sein Verhalten ändert. Und wie das Ganze funktioniert, erfährst du gerne, wenn du dich einfach anmeldest zu einem kostenfreien Gespräch. 30 Jahre Zähneknirschen ist wirklich hart. Ich weiß, was das bedeutet. Unausgeschlafen aufwachst, dass du häufig mit Kopfschmerzen aufwachst, dass du Nackenverspannungen hast, dass du dich abgeschlagen fühlst, dass du kaum in den Tag starten kannst. Ich weiß, wie anstrengend das ist und wie schwer das ist und wie sehr ist die Lebensqualität beeinflusst, und das hast du dir nicht verdient. Deswegen, ich bin sowas von gerne für dich da. Wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne an zu einem kostenfreien Gespräch und dann schauen wir, dass wir das in den Griff bekommen. Okay? Ich freue mich auf dich.